Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 10.07.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir in den heutigen Itemshop rein, da sind die Fußballskins zurück, Pest und Geißel. Ja, fangen wir gleich auf der linken Seite an, da klicke ich mich jetzt einfach durch, wenn es euch interessiert, ich habe mal ein Video dazu gemacht. Welche Fußballskins sind die beliebtesten? Nach euren Bewertungen sortiert, ist oben rechts jetzt unter dem i verlinkt. Ja, da gehen wir hier auch schon direkt durch, dann haben wir hier diese Torgefahr. Finde ich persönlich jetzt nicht wirklich toll, kriegt von mir 1 von 10 für 500 V-Bucks das Teil. Und da haben wir aktuell ein Voting von 2,08 von 5 bei 12 Votes. Am 15. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 12 Mal 9 Reminders, jetzt mal im Shop vor 38 Tagen am 2. Juni. Dann haben wir hier diese ganzen Fußballer-Skins, auch dazu eben oben in der rechten Ecke. Wie gesagt, welche sind die beliebtesten? Elite-Töppen, das ist hier dieser Fußball mit dem Stollenschuh darunter. In Gold, kriegt von mir 7 von 10. Das ist Elite-Clad, hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 13 Votes. Am 15. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. 12 Mal seitdem 8 Reminders. Usela finde ich nicht so toll. Kriegt von mir 3 von 10. Die hat hier ein Voting von 2,71 von 5 bei 7 Votes. Auch am 15. Juni 2018 ist erstmal drin gewesen. 12 Mal seitdem 3 Reminders. Ja, sind wir auch schon durch mit dem Set hier. Dann kommen wir hier zu dem Lampenlicht. Auch ein Standardgleiter. Allerdings hier mit den Laternen, finde ich, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. In ganz schlichtem Schwarz gehalten. Der Teil kriegt von mir auf jeden Fall 5 von 10. Kostet halt 800 V-Bucks für einen Standardgleiter. Hat hier ein Voting von 3,29 von 5 bei 17 Votes. Am 12. Oktober 2018 ist das mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 11 Reminders. Jetzt mal im Shop vor 45 Tagen am 26. Mai 2019. Dann haben wir hier Pest. Pest kriegt von mir 7 von 10 für 1500 V-Bucks. Hat hier ein Voting von 3,7 von 5 bei 60 Votes am 12. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen, 8 Mal seitdem 140 Reminders. Geißel auch 7 von 10. Scorch hat hier ein Voting von 4,4 von 5 bei 58 Votes am 12. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen, 8 Mal seitdem 165 Reminders. Und dann haben wir noch den Heroldsstab, Herald's Wand für 800 V-Bucks. Und das Teil kriegt von mir 7 von 10. Da haben wir ein Voting von 3,17 von 5 bei 18 Votes. Auch am 12. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 13 Reminders. Dann haben wir hier den Dab. Den finde ich eigentlich ganz cool. Kann man immer mal gebrauchen. Für 500 V-Bucks hat sich der Herr sofort auch gegönnt. Gebe ich 8 von 10. Das ist ein schneller Emote, der einfach mal ganz kurz als Reaktion auf die Spielweise des Gegners gezeigt wird. 3,79 von 5 bei 39 Votes am 24. Dezember 2017. Das ist mal drin gewesen. 28 Mal seitdem 118 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 29 Tagen am 11. Juni 2019. Dann haben wir hier diese Taktikoffizierin. Finde ich, sieht überhaupt nicht so toll aus. Kriegt von mir 3 von 10 das Teil. Für 800 V-Bucks. Ist auch schon etwas länger im Shop. Hat hier ein Voting von 2,74 von 5 bei 27 Votes am 17. Februar 2018 das erste Mal im Shop gewesen. 12 Mal seitdem 37 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 60 Tagen am 11. Mai 2019. Dann sind wir bei der Einsatzleiterin. Die kriegt von mir 8 von 10. Ich finde, die sieht auch hier zumindest mal ohne Schutzmaske relativ gut aus. Und die hat hier ein Voting von 4,45 von 5 bei 64 Votes am 8. Dezember 2018 ist das mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 153 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 54 Tagen am 17. Mai 2019. Dann haben wir dieses Einsatzmuster. Ja, ist okay, aber dieses, ich weiß nicht, das passt auch nicht so gut. Es ist okay. Kriegt von mir 5 von 10 für 300 V-Bucks. Das ist hier Rivet.
Und Rivet hat hier ein Voting von 2,6 von 5 bei 10 Votes. Am 21. März 2019 ist er erstmal drin gewesen. Viermal seitdem 7 Reminders jetzt beim Shop vor 54 Tagen am 17. Mai 2019. Dann haben wir hier diesen Schalenschläger mit der Banane und der Bananenstaude da unten drunter. Den finde ich richtig cool, das Teil. Mal schon mal mit der Banane eins übergebraten bekommen. Für 800 V-Bucks der Schalenschläger kriegt von mir 7 von 10. Peely Pick hat ein Voting von 4,18 von 5 bei 17 Votes. Am 11. April 2019 ist das mal drin gewesen. 5 Mal seit dem 15. Reminder. Ist jetzt beim Shop vor 22 Tagen am 18. Juni 2019. Ja, und sind wir zum Schluss angelangt hier bei der Tanztherapie. Ja, der Teil ist relativ cool hier. Kriegt von mir die 10 von 10, ist auch ziemlich lange. Dance Therapy. Dance Therapy hat hier ein Voting von 4,35 von 5 bei 52 Votes am 30. August 2018. Das ist mal drin gewesen. Seitdem 11 mal 152 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 36 Tagen am 4. Juni 2019. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es sich mal an, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir dem Mann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen.